Will ich mal ganz kurz zusammenfassen, was ich hier an der Maschine gemacht habe. Lager sind alle in Ordnung gewesen, alles spielfrei. Ich habe den Motor einmal rausgehabt, habe hier diese Schiebeführung, mit denen man den Riemen spannt. Die waren relativ ausgeschlagen hier, weil das Gewindebolzen waren, die da dran rieben. Habe ich plan gefräst und dann so Messing-Einsätze, die hier reinpassen, gefertigt, damit das Ganze sich ein bisschen leichter bewegen lässt. Und ja, das ist eigentlich so ganz, ganz angenehm, wie das durchrutscht. Ansonsten habe ich der Maschine ein neues Kabel verpasst. Das war notwendig, weil es zu kurz war. Und ich habe ihr eine vernünftige Beleuchtung verpasst, weil bei vielen Maschinen ist ja hier, sind diese beiden Teile hier ausgebaut. Und die hat jetzt hier, wenn man reinguckt, ist bestimmt zu hell. Ah, doch, man kann es einigermaßen erkennen. Einen kleinen LED, 10 Watt LED-Strahler eingebaut. Der hat da mit einem kleinen gedruckten Rahmen hervorragend reingepasst. Und jetzt ist die Maschine eigentlich wieder soweit einsetzbar. Ich muss nur hier noch die Blende wieder auf das Lichtchen draufkleben. Und das Schnittgeschwindigkeitsdiagramm scheint irgendwie hin zu sein. Wenn das irgendwer hat, nehme ich das gerne als Datei. Dann drucke ich eins irgendwie und klebe es drauf. Ja, und ich habe noch ein Albrecht-Futter, ein großes draufgesetzt. Der Kegel von der Maschine hier ist ein B12er und ich habe einen Adapterkonus draufgesetzt. Den habe ich aber so hier in das Futter reingesetzt, dass da innen drin noch eine Scheibe liegt mit einem 8er Gewinde drin, damit ich notfalls diesen Adapterkegel auch wieder rausbekomme hier. Und genauso habe ich hier oben drüber, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, ja doch hier, da ist so eine Abdrückscheibe. Oder so eine Abdruckmutter. Und darunter ist eine Scheibe, die habe ich da auch zwischengesetzt. Weil ansonsten hätte diese äußere Mutter hier, wenn man den tatsächlich mal runter haben will, nur gegen das äußere Futter gedrückt und nicht gegen den Adapterkonus, sodass ich von beiden Seiten aus sozusagen diesen Konus auch irgendwie da wieder rauskriege, weil ich nämlich auch noch ein B12er Futter für die Maschine habe, ein kleines. Ja, hier habe ich noch diesen Schalter eingebaut. Der wird wahrscheinlich aber dauerhaft an sein, weil es ist so gemacht, dass wenn man die Maschine einschaltet, dann geht auch das Licht an. Was ich noch nicht verstehe ist, warum die jetzt brummt. Jetzt nicht. Da muss ich mich nochmal drum kümmern. Mal tut's es, mal nicht. Keine Ahnung, was da der LED-Scheinwerfer tut. Ja, dann kommt die jetzt, wird hier unten noch der Teil muss einmal auseinandergebaut werden, geölt. Dann kommt die ganze Maschine auf 10 cm dicke Holzblöcke drauf, damit man die Kurbel drehen kann und dann auf die Arbeitsfläche. Dann muss noch ein 80er Loch rein, damit, weil die Säule versinkt ja dann im Tisch und dann kann es losgehen mit dem Bohren.